Sie schauen die Tagesschau. Dass Sie uns schauen, das freut uns. Und wie und wo Sie uns schauen, nun ja, das können wir natürlich nicht sehen. Fernseh- und auch Radiosendungen können heutzutage praktisch überall verfolgt werden, auf Computern, Laptops oder auch Smartphones. Das ist der Grund, weshalb der Nationalrat heute darüber diskutiert hat, ob künftig alle Haushalte und Betriebe in der Schweiz Empfangsgebühren bezahlen sollen, unabhängig davon, ob sie effektiv einen Radio- oder TV-Apparat besitzen. Hans-Peter Tritsch. Sicher, das gibt es auch heute noch. Man zappt sich zu Hause durch Programme auf der Suche nach etwas hoffentlich Passendem. Aber eben, die Medienwelt und die Nutzung, sie ändern sich. Mobile Geräte sind im Trend. Jederzeit zugreifen können auf Radio- und Fernsehsendungen auch unterwegs die neue Vielfalt. Wer den Tatort oder auch Voice of Switzerland am konventionellen Fernsehgerät schaut, bezahlt eine Gebühr. Wer dasselbe an seinem PC macht, bezahlt nichts. Heute verfügt jeder Haushalt durchschnittlich über 4 Geräte, mit denen man ins Internet gelangen und damit auch Fernsehen und Radiosendungen empfangen kann. Der Medienkonsum habe sich nicht nur bei den Jungen geändert, deshalb der Systemwechsel. Heute zahlt man 462 Franken für ein Empfangsgerät, künftig muss ein Haushalt und ein Gewerbebetrieb rund 400 Franken zahlen. Vor allem die SVP wehrt sich gegen das Gesetz, das sei eine neue Steuer. Es wird eine neue Mediensteuer eingeführt, die verfassungswidrig ist. Die Privaten werden noch etwas abhängiger gemacht, statt dass sie mehr Freiheiten erhalten. Jeder meiner Mitarbeiter bezahlt ja bereits die Gebühr bei sich zu Hause. Und jetzt muss ich für meine Mitarbeitenden in meinem Betrieb diese Gebühr auch noch bezahlen. Aber der Rat blieb auf der Linie Bundesrat, Gewerbebetriebe müssen auch zahlen. Hingegen kann sich ein Privathaushalt abmelden, wenn wirklich keine Medien genutzt werden. Der Systemwechsel bringe tiefere Gebühren. Was ist schlecht daran? Was ist aus Sicht des Bürgers schlecht daran, dass er weniger bezahlen muss? Die Sache ist noch nicht gelaufen, ein Referendum zumindest nicht ausgeschlossen.